Willkommen zu diesem Sonntags-Spotlight. Heute widmen wir uns einer Achterbahn von B&M, also einer etwas größeren Thrillbahn mit mehreren Inversionen. Dämonen in Tivoli Gardens Kopenhagen passt allerdings nicht unbedingt so wirklich in das Bild dieses uralten Freizeitparks, um genauer zu sein zweitältesten Freizeitparks der Welt, der mehr mit seinem altmodischen Charme überzeugt. Trotzdem hat man im Jahr 2004 eben eine moderne Achterbahn gebaut, um halt auch Thrillseeker anzulocken, sag ich mal. Und das ist eben dieser Flawless Coaster Multilooper von B&M. Trotz dessen fügt sich Dämonen eigentlich ziemlich gut in diesen alten Vibe des Parks ein. Die Bahn ist wirklich sehr klein, wahrscheinlich eine der kleinsten B&M-Bahnen aller Zeiten. Und man tut sein Bestes, um diese eigentlich sehr klobige B&M-Schiene einfach schön hier einzufügen. Es gibt Beleuchtung an der Schiene und außerdem ist diese gesamte Bahn in diesem chinesischen Themenbereich, fährt über die alten Dächer hinweg und so. Auch der Vorplatz vor der Station und dem Eingang ist wirklich schön gemacht. Die Bahn ist tatsächlich thematisiert. Besonders cool finde ich das Eingangslogo, halt so ein chinesischer Dämon. Die Warteschlange ist nicht allzu spannend. Man hat ein bisschen kleine Touches wie so Lampions, Bambus ein bisschen und so. Halt das Mindeste, es sieht nicht schlecht aus, ist jetzt kein Thematisierungshighlight. Bei weitem nicht. Aber auf jeden Fall steht man schön unter der Achterbahn und hat einen coolen Blick auf die Zero-G-Roll und den Looping. Man geht dann eine Treppe nach oben, alles ist relativ im Freien hier und kommt in die Station. Die Station sieht relativ schön aus, die ist halt sehr offen, was sie nicht wirklich atmosphärisch werden lässt. Dafür ist sie allerdings ganz schön gemacht, mit Deckenmalereien und so weiter. Und gerade bei Nacht ist sie ganz cool beleuchtet. Man wird hier tatsächlich in die Reihen eingeteilt. Die Bahn hat einen eher kürzeren Zug von nur 6 Reihen. Wie gesagt, wir reden von einem der kleinsten B&Ms. Dafür ist der Zug allerdings relativ schön, mit so kleinen goldenen Elementen, also allgemein sehr golden gehalten. Das sieht, finde ich, ganz schön cool aus. Ansonsten ist hier nichts Besonderes. Das ist ein normaler Flawless-Zug von B&M, also hat man 4 Plätze pro Reihe. Normale Schulterbügel, zum Glück keine Westenbügel, weil die Bahn auch schon sehr alt ist. Und der Boden klappt dann so zur Seite nach unten weg, wie wir es halt von Flawless Coastern oder auch Dive Coastern von B&M kennen. Vorne gehen die Tore auf und die Bahn fährt los auf den Lift Hill. Dieser Lift Hill ist nur 28 Meter hoch. Gar nicht mal so hoch für eine B&M-Bahn, kommt einem allerdings noch ein bisschen niedriger vor, weil man hier halt mitten in der Stadt zwischen den ganzen Häusern ist. Das sorgt allerdings auch wieder dafür, dass man eine sehr coole Aussicht hat während des Lift Hills auf die Kopenhagener Innenstadt. Der Freizeitpark ist nämlich genau neben dem Hauptbahnhof gelegen und ziemlich im Zentrum. Die eigentliche Fahrt geht los, B&M typisch, mit einem kleinen Pre-Drop vom Lift Hill runter. Dieser fühlt sich genauso an wie sonst, also sogar ganz hinten im Zug ziemlich abrupt. Allerdings geht's jetzt B&M untypisch weiter, und zwar gehen wir nicht direkt in einen Drop über, sondern haben erstmal eine Links-Rechts-Kurven-Kombination oben. Man nimmt also erstmal ein bisschen Geschwindigkeit auf, fährt ein paar Kurven, und das ist eigentlich ganz cool und man fühlt sich ja auch schneller, als man eigentlich ist. Ist aber auf jeden Fall ziemlich untypisch. Der Drop ist dadurch noch kleiner, als er eh schon wäre, weil man durch die Kurve schon ein bisschen runtergehelixt ist und fährt dann über den Platz nach unten. Wir fahren direkt rein in einen Looping. Relativ intensiv, allerdings halt normal. Anschließend geht es hoch in eine Art Immelmann mit einer sehr interessanten, gekurften Ausfahrt, alles aufgrund von Platzmangel. Dieser Immelmann ist ein bisschen hässlich geformt, aber das ist auch wieder der Platzmangel, der daran schuld ist. Und dieser ist auch relativ intensiv. Gerade als Element direkt hinter dem Looping kann man hier auch gut mal ein Grayout kriegen von der Kombination dieser beiden positiven Kräfte beschwörenden Inversionen hintereinander. Für die Abwechslung gehen wir nach oben und fahren eine Zero-G-Roll. Eine ziemlich whippy, ziemlich schnelle Zero-G-Roll, auf jeden Fall eine der besseren, die ich erlebt habe. Wahrscheinlich auch mein Lieblingselement auf der Achterbahn. Die Fahrt ist nun auch schon fast vorbei. Es gibt noch ein paar Kurven und einen kleinen Hops in die Bremsen. Dieser Hops ist allerdings auch nicht allzu krass und gibt auch nur Floater. Wobei er vorne sogar Flojector gibt und dann fährt man durch den Brake Run. Noch eine Linkskurve, cool über den Weg hinweg und man ist wieder in der Station. Gerade der letzte Part hier ist ganz schön cool thematisiert eigentlich und allgemein fährt man halt die meiste Zeit über den Menschen hinweg, was eigentlich ganz cool ist. Die Fahrt ist an sich von den Kräften her und allem anderen nicht wirklich besonders. Die hat eine gute Abwechslung, bietet schöne Kräfte und ist gerade für Dänemark mit den Inversionen, die verschiedene Kräfte berücken, wie zum Beispiel die Laterals auf der Zero-G-Roll oder die Positives auf den anderen beiden Inversionen, gar nicht mal was Schlechtes. Es gibt nur einen Punkt, der die Bahn halt ein bisschen, ja, schlecht dastehen lässt und das ist ihr Fahrverhalten. Dämonen rüttelt echt stark. Und das ist auch wirklich der Main-Punkt, der mich auch wieder an der Bahn stört, weil das ist zwar nicht schmerzhaft oder sonstiges, aber das macht's halt einfach awkward.
die Bahn, die zwar etwas Besonderes ist, weil sie richtig gut in diesen Platz reingequetscht wurde, allerdings mit ihren Kräften einfach nicht überzeugen kann, weil sie so klein ist, hat auch noch ein echt mieses Fahrverhalten. Und das auch für B&M. Alles in allem ist die Bahn nicht wirklich was Besonderes, ist aber auf jeden Fall ganz cool und eine der größeren im ganzen Land. Sie sieht auch echt schön aus, vor allem bei Nacht. Deswegen gar kein Hate. Ist nur einfach wahrscheinlich die schwächste B&M-Bahn, die ich gefahren bin. Und wenn nicht, auf jeden Fall eine der schwächsten. Naja, bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss.